Wer in einer Beziehung mit einer narzisstischen Person war und sich daraus gelöst hat, der erlebt häufig erstmal ein wunderbares Gefühl von Freiheit oder von neuer Freiheit, von neuer Lebensfreude. Und das ist ganz großartig, das ist ganz wunderbar. Und ganz, ganz viele spüren aber gleichzeitig, dass die Ex-Person immer noch im Kopf rumschwirrt. Wir können uns nicht konzentrieren, wir können uns nicht fokussieren. Die Gedanken driften immer wieder zur narzisstischen Person hin und wir fangen dann irgendwann an zu schauen auf dem Social-Media-Kanal, was gibt's Neues? Vielleicht in WhatsApp, war derjenige online? Was gibt's im Status? Hat die Person vielleicht schon jemand Neues? Und all das erklären wir uns damit, dass es Liebe ist, weil wir ja die Person so sehr geliebt haben. Und es gibt hier einen feinen, aber sehr, sehr wichtigen Unterschied, weil die wenigsten, um nicht zu sagen fast gar keine, Beziehung mit einer narzisstischen Person ist wirklich auf Liebe aufgebaut, sondern die meisten verbindet eine emotionale Abhängigkeit. Und jetzt ist es natürlich interessant zu wissen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen wirklicher Liebe und emotionaler Abhängigkeit. Und bevor es losgeht, ich sage nur mal oder möchte gerne den Satz noch vorweg schicken, echte, wahre Liebe, da geht es um gegenseitigen Respekt, gegenseitige Wertschätzung. Da geht es um gegenseitige Unterstützung, Freuen für die andere Person, wenn es ihr gut geht, wenn sie glücklich ist, wenn sie was geschafft hat. Da geht es eben um Unterstützung, den Partner, die Partnerin dabei zu unterstützen, sich zu entwickeln, ihre Ziele oder seine Ziele zu erreichen, sein Leben so zu leben, wie er oder sie das leben möchte, damit er sie glücklich ist. Das ist wahre Liebe. Wahre Liebe hat nichts damit zu tun, die andere Person abzuwerten, zu beleidigen, zu belügen, zu manipulieren, zu betrügen, auch nicht ihr Schuldzuweisungen zu machen und auch nicht sie so zu manipulieren, dass die andere Person irgendwann an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifelt. Das schon mal vorweg und jetzt geht's richtig los mit dem Input. Was ist der Unterschied zwischen wirklicher, wahrer Liebe und emotionaler Abhängigkeit? Viel Spaß beim Hören dieser Episode. Liebeskummer ist ein schmerzhafter Zustand, den wir alle schon mal erlebt haben. Und es kann bei manchen Menschen eine ganze Weile dauern, bis sie darüber hinwegkommen über die Beziehung, je nachdem, wie intensiv sie war. Und bei einigen wenigen kann das Ganze sogar zum sogenannten Broken Heart Syndrom kommen, was ähnliche Symptome wie ein Herzinfarkt aufweist. Aber, und das ist ja das Thema der heutigen Folge, was unterscheidet denn jetzt Liebeskummer von emotionaler Abhängigkeit? Beim Liebeskummer tritt irgendwann die Vernunft und das Verständnis ein. Die Vernunft und das Verständnis, dass es so besser ist und dass man ohne den anderen zurechtkommt oder ohne die andere, dass es eine schöne Zeit zusammen war, aber es eben tatsächlich besser ist, getrennte Wege zu gehen. Und man beginnt auch wieder nach vorne zu schauen, auch wenn es noch weh tut. Und man fängt an, sich wieder ein neues Leben aufzubauen. Man kann loslassen, um sich wieder frei von der anderen Person zu fühlen. Auch der Kopf ist ganz gut frei und es gelingt auch relativ gut, sich irgendwann wieder auf das jeweilige Tagesgeschehen, den Job, den Alltag und so weiter, sich darum zu kümmern und vor allem sich darauf zu fokussieren. Und ganz anders ist es aber bei der emotionalen Abhängigkeit, die auch bekannt ist als Liebessucht. Und es ist wirklich wie eine Sucht, bei der man nicht von diesem Mann oder dieser Frau loskommt. Selbst wenn die andere Person die schlimmsten Dinge getan hat, die Gedanken drehen sich ununterbrochen um die andere Person. Und ein Teil deines Verstandes, die Vernunft, die weiß, dass du ohne ihn oder ohne sie besser dran bist. Aber dein Belohnungszentrum verlangt nach der Droge namens Liebe. Und solange diese Droge immer wieder verfügbar ist und dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin
sie dir immer wieder verspricht und gibt, wirst du nicht davon loskommen. Aber eigentlich war es nie Liebe. Es hat sich nur so angefühlt, weil wir es so sehen und fühlen wollten. Wir haben uns von der Illusion oder von einer Illusion blenden lassen, weil wir selbst einen Mangel in uns an Liebe verspürten. Und warum ist das so? Dieser Mangel, der ist uns vielleicht gar nicht bewusst, aber er ist aktiv. Und das sehr, sehr häufig schon seit unserer Kindheit. Und dann reagieren wir auch so. Mit Verlustangst, mit Verlassensangst und vor allem mit der Angst, alleine zu sein. Und das Gemeine daran ist, dass unser Gehirn uns immer wieder Streiche spielt, denn das Belohnungszentrum ist immer stärker als die Vernunft und sie setzt sich sehr, sehr gerne durch. Und du kennst das vielleicht vom Naschen mit Süßigkeiten. Du weißt ganz genau, dass der Zucker dir nicht gut tut. Und trotzdem öffnest du irgendwann die Schokoladentafel und siehst dich genüsslich die Tafel verschmausen. Aber das ist doch nicht so schlimm, oder? Es ist doch nur ein kurzes Telefonat oder ein Bildchen auf Facebook oder ein bisschen Droge, ein bisschen Substanz schadet doch vielleicht nicht, wie ein bisschen Schokolade nicht schadet. Doch für Süchtige in Anführungsstrichen ist das nicht gut. Sie müssen quasi wie einen kalten Entzug machen, um von diesem Suchtmittel, sei es Alkohol, sei es Zigaretten, Drogen, Tabletten, wegkommen, sonst werden sie wieder rückfällig. Und wenn wir quasi immer wieder den Kontakt zur Ex-Person suchen, obwohl wir genau wissen, es tut uns nicht gut, er sie fügt uns immer wieder Schmerzen zu, aber wir besuchen trotzdem wieder das Social-Media-Profil und gucken trotzdem wieder, ob der andere online ist und haben immer wieder die Gedanken an die andere Person. Und egal, welche Ablenkungsstrategie wir anwenden, nichts funktioniert. Immer wieder schiebt sich die narzisstische Ex-Person quasi in den Vordergrund. Und es ist uns in dem Moment wirklich fast unmöglich, uns auf vielleicht unseren Beruf, unseren Alltag, uns auf die Aufgabe, die direkt vor uns liegt, zu konzentrieren. Und das ist Abhängigkeit. Das ist genauso eine Abhängigkeit wie eben von Alkohol oder Tabletten oder Essen oder Süßigkeiten oder auch zum Beispiel eine Abhängigkeit von Sport kann auch sein, ne? Dass wir diese Botenstoffe, die der Körper ausschüttet, wenn wir Sport gemacht haben, dass wir danach süchtig sind. Und genauso kann eben eine emotionale Abhängigkeit sehr, sehr oft nach einer Beziehung mit einer narzisstischen Person auftreten. Und wie gesagt, der Weg daraus ist wie von jeder anderen Sucht. Das heißt, möglichst kein Kontakt, sofern es geht. Ich weiß, viele haben Kinder, gemeinsame Anschaffungen. Da ist es immer ein bisschen schwierig. Da muss man dann immer eine gute Balance finden. Aber so wenig wie möglich Kontakt mit der narzisstischen Person und das Ganze quasi aufarbeiten und bei uns selbst schauen, wo vielleicht in der Vergangenheit hat ein großes Maß an Liebe gefehlt, an Zuwendung gefehlt, an Aufmerksamkeit gefehlt und das reflektieren immer besser mit professioneller Hilfe an deiner Seite. Da geht es nicht nur viel schneller und gründlicher, sondern du kommst auch besser durch diese ganzen Prozesse durch. Wenn du gern diesen Prozess gehen möchtest, dann melde dich bei mir, geh auf meine Website danielakreisig.de und buch dir dort eine kostenlose Kennenlern-Session. Und ansonsten habe ich natürlich auch viele andere Programme, die du oder wo du den Link in den Shownotes dazu findest. Ich würde mich riesig freuen, wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, wenn sie vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat. Und wenn dir das weitergeholfen hat und wenn du Menschen kennst, wo du meinst, das würde auch der Person weiterhelfen, dann teile gern die Folge. Damit würdest du mich und die anderen Menschen sehr, sehr unterstützen. Wenn du Fragen hast zum Thema, wo ich eine Podcast-Folge dazu machen soll, dann schreib mir gerne eine E-Mail mit deiner Frage. Dann gehe ich sehr, sehr gerne darauf ein. Fakt ist, es muss aufgearbeitet, es muss überwunden werden, es wird sonst zukünftig
passieren, zumindest besteht das hohe Risiko, dass du immer wieder in solchen Beziehungen landest. Und das wünsche ich niemandem. Also, was ich dir jetzt erstmal wünsche, ist alle Liebe dieser Welt und viel Energie und eine schöne Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen oder hören. Bis dahin, tschüss, deine Daniela.